Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Es ist wieder ein bisschen her. Ich war leider in der Zwischenzeit ein bisschen krank und dann hatte ich noch viel Schule und Arbeit und bla bla bla. Aber jetzt geht's endlich wieder weiter mit Paper Mario. Wir stehen hier gerade vor dem, keine Ahnung, Sonnentempel oder so. Auf jeden Fall hat mir Olivia gesagt, hieß sie so, ich glaube schon, dass ich hier noch bitte speichern soll, bevor ich irgendwas mache. Und jetzt legen wir hier dieses Räucherstäbchen rein und gucken, was passiert. Ich möchte bitte das Sonnenräucherwerk da rein tun, danke. Ah, der Rauch, er duftet wie ein sonniger Tag. Ah, es fühlt sich an, als würden wir einfach nur in der Sonne liegen und müssen uns um nichts Sorgen machen. Oh ja, der Sonnenduft, wer kennt ihn nicht? Der Duft der Sonne. Oh nein, ein Orkan zieht auf und alle sterben. Oh, da ist sogar irgendwas drin. Was soll das denn? Ist das schon das Pergament? Nein, mein Stiefelmobil! Das war teuer! Also eigentlich habe ich es umsonst bekommen, aber trotzdem. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir etwa im Auge des Sturms? Oh, wenigstens ist mein Stiefelmobil hier. Oh nee, ein Sandsturm! Was machen wir denn jetzt? Mario, mach doch irgendwas! Alter, als ob jetzt schon das Pergamentor kommt. Hä? Was sind das für Stacheln? Sieht ja schlimm aus. Ist das etwas ein Kaktus oder so? Hallo, Kaktus? Ich bin kein Kaktus, ich bin... Naja, doch. Ich bin ein Kaktus. Ja, du hattest vollkommen recht. Oh, was machen wir denn jetzt, Mario? Der ist ja riesig. Das ist ein Pappmaschi-Typi. Oh, nee. Okay, ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet. Kann ich mein Stiefelmobil eigentlich nehmen? Dass wir hier sofort einen Kampf haben. Oh, da, ab ins Stiefelmobil. Und Turbo gezündet. Ob wir einfach gegen... Nein, okay, gegen den Gegenfahrt ist keine gute Idee. Keine gute Idee. So, wir werden ihn mal kurz... Das war auch keine gute Idee. Ich wollte ihn zwar dazu bringen, dass er sich hinschmeißt, aber so dann doch nicht. So, okay, erster Klumpen schon mal weg. Ich finde das so gut, dass diese neuen Kämpfe, die wir jetzt hier mal haben, nichts damit zu tun haben mit diesen komischen Ringkämpfen, wie das ja sonst überall ist, sondern dass sie wirklich so Live-Action-Dinger sind. Das war ja bei diesem Octopus-Gegner auch schon so. Oh, der dreht sich noch! Oh nee, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich jetzt tot. Oh nee, der Sturm hat unseren Stiefelmobil weggemacht. Was machen wir jetzt? Warten Sie, ich bin nicht so schnell. Bitte noch nicht vergraben. Warte, ich will dich einmal bitte hämmern. It's hammer time. Hammer time. So, okay. Was machst du jetzt? Bist du nur noch zwei Teils groß? Gott, er setzt Schaufel ein. Au, es ist sehr effektiv. Ohne Stiefelmobil bin ich richtig aufgeschmissen. Hier komm. Leg dich schlau. Oh, nein, ich bin zu nah dran. Das wird wehtun. Au. Aber dieser... Aber, oh, ich bin halt gleich auch tot. Und das ist richtig schlecht, dass er mich getroffen hat. Versucht das Stiefel... Ach, zu rufen! Stimmt, wie ging das denn? Irgendwie konnte man das rufen. Mit der Pfeife? Stiefelmobil, ich brauche dich! Als ob das einfach ankommt. Da ist es! Wie Pona! Einfach wie so ein Pferd. Ja, geil! Lol, das wusste ich... Also, ich wusste es vor 3 Wochen irgendwann mal, dass man das auch rufen kann. Aber ich habe da jetzt natürlich gar nicht dran gedacht. Danke, Olivia, dass du mir das gesagt hast. Die Sache ist, wenn er mich noch zweimal trifft, bin ich halt einfach tot. Aber mit Stiefelmobil hat er sowieso gar keine Chance mehr gegen mich. Ich bin einfach der Stiefelmobil, Hannes. Bam. Und mit nur einem, nur mit seinem Kopf. Doch, er kann immer noch weiterkämpfen, obwohl er nur ein Kopf ist. Ist nicht dein Ernst. Er ist ja richtig der Superman. Egal, was er macht, er macht immer weiter. Genauso wie bei Ritter der Kokosnuss, der schwarze Ritter. Er hat auch einfach immer weitergekämpft, obwohl man seine Hände und Beine und überhaupt alles abgeschlagen hat, sodass er nur noch ein Torso war. Ach, witziger Film. Gibt's übrigens bei Netflix, Leute. Könnt ihr euch angucken, habe ich gesehen. Gibt's da. Da. Und was es noch auf Netflix gibt, Leute? Greatest Showman. Wenn ihr Greatest Showman noch nicht gesehen habt... Ach, ich muss auf den rauf. Nein! Fail. Guckt euch Greatest Showman bei Netflix an. Gibt's seit November tatsächlich bei Netflix. Ist ein sehr schöner Film, ein Musical-Film mit Hugh Jackman. Mit sehr tollen Liedern. Ich kann die alle auswendig. Und hab den Film auch schon 80 Milliarden Mal gesehen. Mit, aber auf Deutsch, auf Englisch... Mit Director-Kommentar, der übrigens auch sehr interessant ist. Also wenn ihr die DVD habt oder die Blu-ray, dann gebt euch mal den Directors-Cut dazu. Da labert er die ganze Zeit über den Film rüber und ist witzig. Pow, einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Ey, den kenne ich auch schon aus dem Trailer. Ich glaube, das ist unser nächster Kompagnon. Unser Ersatz für Bobby. Hallo, kleiner Toad. Ich weiß doch, du bist auch ein Abenteurer, so wie ich. Lass uns zusammen auf Abenteuerreise gehen. Hä? Hat der Kaktus dich etwa gefressen? Wie war es denn da drin so? Naja, war schon in Ordnung. Moment mal. Wer bist du denn? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Ich? Ich bin Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Oh, das ist der Altar, ja? Oh, du kannst also die Schrift lesen? Aber natürlich kann ich die lesen. Ich bin schließlich ein Gelehrter der alten Künste. Dies ist der Schrift der alten Kultur.
Man sieht so zu studieren, ist mein Lebenswerk. Das ist ja toll, bitte lies uns vor. Ja, kein Problem. Meine Forschungen gehen sogar auch in diese Richtung. Ich helfe euch gern. Vielleicht können wir ja gemeinsam das Rätsel des geheimnisvollen Kapitän Trout lösen. Ja toll, ein richtiges Abenteuer und mit einem echten Professor. Na gut, lasst uns keine Zeit verlieren. Ab zum Hotel. Ah, da wären wir also. Also hier steht, wir Toads blicken auf einen Ort. Shamses Tempel erhebt sich dort. Wo Pilze in den Himmel steigen, zeigt ihre Augen Feuer eigen. Versammle sechs und sage nie, das Feuergeist beschwören sie. Das Pergamenton im versteckte Gut spricht die Formel aller Mut. Die sechs, sie helfen resolut. Moment, ist das hier ein Pfeil nach rechts? Geht's einfach noch weiter? Oh, ach du dicke Doktorarbeit, der Rest muss sich hinter dieser Tür befinden. Ah, Verzeihung, ich befürchte, dieses Zimmer ist belegt. Suchen Sie den Gast? Er trägt eine grüne Kleidung mit Schnurrbart. Vielleicht ist er ja draußen, dann gucken Sie doch mal nach. Ein grüner Typ mit Schnurrbart. Okay, also der Archäologen-Toad hier hat mir leider nichts Neues gesagt. Also das war ja ziemlich offensichtlich, was da stehen wird, soll tun. Aber gut, gehen wir zu Luigi. Beziehungsweise können wir ja erstmal nochmal in die einzelnen Räume gehen, weil da stand ja auch noch irgendwas. Die Geburt von Shamses. Das Leben beginnt. Okay, das Leben beginnt. Shamses klingt ein bisschen wie Ramses, was ja auch ein ägyptischer Gott ist, soweit ich weiß. Ramses ist doch der Gott der Sonne in Ägypten gewesen? Ich glaube schon. Oder der Toten? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, ganz falsch, Leute. Ramses war ein König. Auch gut zu wissen. Also ein König und schwarzes Wasser und Münzen. Shamses wird liquide. Shamses hat Öl gefunden und ist dadurch reich geworden. Okay. Ah, guck, hier sieht man nämlich auch, dass er eine Krone aufhat. Also er ist dann König geworden, weil er einfach Geld hatte, weil er dieses Öl hatte. Oh, die Blütezeit der Shamdynastie. Herrschen ist herrlich. Ja. Das ist, glaube ich, original die Story von Ramses. Kann das sein? Warum haben sie es dann nicht einfach Ramses genannt? Einfach nur, weil es Marius? Ich glaube nicht, dass Ramses irgendwie, also die echte Person, irgendwie ein Copyright auf sich hatte. Aber okay, von mir aus. Der ewige König Shamses, der König ruht in seinem Tempel. Da wurde er begraben. Aber ich glaube, den werden wir trotzdem nochmal sehen in seiner Pyramide. Also seine Leiche, seine Mumie besser gesagt. Aber ja, interessante Story soweit. Dann jetzt aber auf zu Luigi, ich meine zu dem Schnurrbart-Typen im grünen Gewand. Und der war hier unten. Jetzt ist da allerdings ein Sniffet drin. Was machst du denn hier? Das große L impliziert aber nicht, dass du hier der Inhaber bist. Oh, treten Sie näher, treten Sie näher. 10.000 Münzen zu gewinnen bei nur 100 Münzen Einsatz. Mitgebracht, mitgelacht. Münzen mit nach Haus gebracht. Na, Spielchen gefährlich? 100 Münzen? Easy, habe ich. Oh, sehr gut. Die Regeln sind einfach. Sie müssen einfach nur meine Stimme erraten. Dazu haben Sie 3 Versuche. Sind Sie bereit? Es geht los. Was? Seine Stimmung, nicht seine Stimme. Ja, das ist natürlich sehr einfach. Ich sehe durch deine Blicke, dass du schräg guckst. Jetzt ist es sicher. Ja. Und er guckt. Spannung. Und er guckt und nimm deine Maske ab. Nimm das eine Maske ab? Falsch. Ach, falsch. Wie schade. Nächster Versuch. Sie haben noch 2 und es geht los. Ja, hä? Gibt's da irgendwelche... Ja, er guckt schräg, ganz klar, er guckt da schräg. Ja, ich bin mir sicher. Das ist doch schräg. Ob er jedes Mal anders guckt? Ist das wirklich Zufall? Auch falsch. Hä? Das ist doch Betrug. Ich will mein Geld wieder haben. Er guckt schräg, er guckt halt einfach schräg. Ist halt wirklich so... Muss richtig sein. Auch falsch. So schade, falsch. Und ich fürchte, ich habe eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen. Das Spiel zu spielen kostet nur 100 Münzen, aber verlieren kostet ihre Freiheit. Bitte begeben Sie sich nun ohne großes Theater und zügiges Schrittes in die Freiheitsverwahrungskammer. Vielen Dank. Außer natürlich, Sie wollen für 1000 Münzen nochmal spielen. Nein, das ist alles Betrug. Trug und Betrug. Ich will dich... Ja, nimm meine Freiheit. Nimm sie. Sie ist sowieso nichts wert. Auf jeden Fall weniger als 1000 Münzen. Oh, was? Was? Nein. Was soll das denn jetzt? Das ist jetzt aber Gespenst. Okay, bye bye. Ab in die Luigi. Jetzt ist es eine ML-Luigi. Eine ML-Kanne.
Ich bin Luigi wiedergefunden. Are you serious? Are you serious, Game? Das Spiel hat einfach mehrere Enden. Wie witzig ist das denn? Aber wir haben noch Luigi wiedergefunden. Das ist ja... Gut, dann würde ich aber sagen, was ist mit dieser Folge? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir denn dann wieder leben oder so. Keine Ahnung. Muss ich wirklich die Stimmung von dem rausbekommen? Das wäre ja komisch. Aber ja, dann bis zum nächsten Mal. Schönes Ende. Tschüss.